Hi, ich bin Leni, ich bin seit 4 Monaten an der Gold Coast und wir haben mal wieder einen Trip nach Noosa gemacht und ich dachte, ich nehme euch mal mit hin. Zuerst haben wir eine Wanderung durch den Nationalpark gemacht, ich habe die Wanderung zum zweiten Mal gemacht und wir sind dann zu Hell's Gate gewandert. Danach haben wir uns aber auch erstmal eine Acai-Bowl geholt. Und wie immer in Australien hatten wir einen schönen Sonnenuntergang. Für uns ging es dann am nächsten Tag nach Fraser Island. Die Bus- und Schiffsfahrt hat so circa 3 Stunden gedauert, aber wir hatten wunderschönes Wetter. Unser erster Stopp war dann auch das Schiffswrack und wir waren da mit anderen Touristen, deswegen war es ein bisschen voller, aber wirklich eine wundervolle Location. Auf dem Weg zum nächsten Spot haben wir dann auch endlich unseren ersten Dingo gesehen. Die sind super süß, aber man sollte sie auf gar keinen Fall streicheln. Dann waren wir auch schon beim Ely Creek und es ist wirklich so cool, sich einfach in die Reifen zu setzen und sich einfach treiben zu lassen. Und das Wasser ist so klar. Aber der schönste Spot war natürlich Lake Mackenzie und bitte guckt euch dieses Wasser an, es ist so klar und blau gewesen. Es war einfach wunderschön und wir hatten echt gutes Wetter. Am nächsten Tag ging es nach Hause, das war auch unser letzter Trip, aber es war wirklich wunderschön.